Guten Morgen, Omega. Wie fühlst du dich heute? Wie eine Gefangene. Lasst mich gehen! Eine Gefangene? Omega, du bist nichts dergleichen. Eingewöhnung braucht immer Zeit. Du wirst dich noch akklimatisieren. Hier drinnen ist es sehr viel sicherer als da draußen. Wenn du ein Klon bist, wie ich, wieso habe ich dich dann nie auf Kamino gesehen? Ich danke dir, Omega. Omega, dir wurde eine Blutprobe entnommen? Emery sagte, das sei üblich. Du solltest überhaupt nicht hier sein. Wie sollen wir denn sonst unsere Flucht planen? Es gibt kein Wir. Und auch keine Flucht. Ich habe es schon versucht. Nicht jeder Klon ist auf deiner Seite. Du bist zu vertrauensselig. Vielleicht vertraust du nicht genug. Was hast du die Anweisungen für heute nicht gelesen? LH-201 soll liquidiert werden. Nicht, wenn der M-Wert im Zuge dessen stark verringert wurde. Wenn wir dem Wert des Objekts nicht gleichkommen oder ihn gar übertreffen, haben wir versagt. Können Sie die gewünschten Erfolge nicht vorweisen, muss ich die Freiheiten, die ich Ihre jungen Assistentin gewähre, überdenken. Es wäre schade, wenn ich den Eindruck bekäme, dass Sie unseren Fortschritt sabotieren. Wer wagt es, mich hierher zu zitieren und meine Loyalität in Frage zu stellen? Die Vorwürfe gegen mich sind erlogen! Verschwenden Sie nicht unsere Zeit, Captain. Gestehen Sie Ihre Verbrechen und wir können Gnade walten lassen. Welche Beweise habt ihr denn? Ihre Komplizen wurden gefasst und haben uns längst alles erzählt. Es gibt keinen Grund, uns noch etwas vorzuspielen. Sie haben sich der Verschwörung gegen diese Familie schuldig gemacht. Haben Sie letzte Worte? Schwach, sagen Sie. Wer hier stimmt dem zu? Nein. Nein! Es ist doch nicht vorbei, du Ralph! Stehen bleiben! Waffen fallen lassen! Haha! Blaster schlägt Stock, Kleiner! Wrecker, das sind Wrecks. Und wer seid ihr? Wir sind Klone, genau wie ihr. Ihr seht nicht aus wie Klone. Das sind 99er. Wer sind die? Klone. Ich bin sehr gespannt darauf, zu sehen, welche Fortschritte Sie erzielen konnten, Doktor. Solch gewaltige Vorhaben sind immer zu begrüßen, wie dem auch sei. Diese Vorhaben sind nicht der Grund für meine Anwesenheit heute. Es gibt nichts, was für die Zukunft dieses Imperiums von größerer Bedeutung wäre. Was auch immer Sie zum Erreichen dieses Ziels benötigen, Sie kriegen es. Es ist unerlässlich, dass diese Einrichtung streng geheim und abgesichert bleibt. Denn selbst in unseren eigenen Reihen gibt es nicht wenige, die vieles an ihrer Arbeit als Frevel betrachten würden. Doch diesen Kleingeistern fehlt unser Weitblick. Ihr Genie ist eine große Bereicherung für dieses Imperium. Alles zu seiner Zeit. Danke für die Kredit. Na schön. Wer ist der Nächste? Ha! Das wird nicht lange dauern. Ihr üblicher Drink, Captain. Scheint heute gut zu laufen. Die neue hat ein großes Publikum angezogen. Dann sollte es für mich ja heute auch gut laufen. Bestätigt. Wollen wir etwa schon gehen? Du sitzt auf meinem Platz. Hey, suchst du nach diesem Hund? Allerdings. Aber die Antwort wird dich was kosten. Aha! Ich grüße dich, Omega! Ich habe deine Schussgenauigkeit berechnet. Die Zahl der erfolgreichen Treffer lag bei 53%. Weit unter deinem Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob es klug war, sich aus der Deckung zu wagen, Senator. Wir sind hier in Gefahr. Wir sind überall in Gefahr, GS8. Wir müssen weitermachen. Ihr habt ja recht. Natürlich. Senator Singh, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich muss zugeben, eure Anfrage war unerwartet. Wenn man bedenkt, dass unsere Planeten sich im Klonkrieg feindlich gesinnt waren. Ich glaube, dass wir nun gemeinsame Ziele haben, die uns vereinen werden. Hey, Kleine, ich habe wegen eurer M-Wert-Sache ein wenig rumgefragt, was so ganz nebenbei wirklich nicht leicht war. Tecks Gehirn war die Datenbank, nicht meins. Setz dich wieder hin. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ich erinnere mich an euch zwei. Ihr seid die Klone, die mir einen Auftrag vermiest haben. Wie geht es, Omega, so? Wenn das so ist, werden die euch was kosten. Fennekchen. Gerne doch. Wisst ihr, als abtrünnige Klone, die sich versteckt halten wollen, versagt ihr ganz schön spektakulär. Ganz besonders der da. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich habe einen Tipp für einen Klasse-1-Kopfgeldjäger.
Hier gibt es ein Kind, das Sie interessant finden könnten. Ich mag Ihre Brille. Ich heiße Eva. Wie heißen Sie? Was ist denn mit Meisterin Nala Se? Toto, den Test. Wird erledigt, Mr. Bane. Sollte reichen. Halt das Ding ruhig. Ich bin nicht auf Kinderpflege programmiert. Nein! Bleiben Sie weg von mir! Nein! Lassen Sie mich hier raus! Es haben sich Fragen ergeben bezüglich der finanziellen Auswirkungen, die Ihre Einrichtung auf imperiale Ressourcen zu haben scheint. Und nun sind auf Ihren Wunsch hin auch noch weitere Gelder abgezweigt worden. Welches wäre das? Vielleicht kann ich ja Unterstützung leisten angesichts solcher Bedeutsamkeit. Das sollten Sie auch hoffen. Sollte dieses Projekt nicht die richtigen Resultate bringen, sieht es nicht gut für Ihre Unternehmung aus. Oder für Sie, Doktor. Wird gemacht, Vieh. Das macht dann 1600 Kredits. Bis zum nächsten Mal. Ich wünschte, ihr müsstet nicht gehen. Wie findest du diesen Platz? Und welche Schätze hast du dabei? Es tut uns leid, dass ihr gehen müsst. Aber ihr alle seid jederzeit willkommen. Der Bürgermeister dieser Stadt. Sie haben auf meine Siedlung und ihre Bewohner das Feuer eröffnet. CT-9904? Die Zielperson? Was wird das? Bist du hier, um mich umzubringen? Und was ist mit mir? Führen Sie eine Diagnose seiner Comms durch. Bringen Sie die Kanonenboote hoch, riegeln Sie die Brücke ab und leiten Sie Transport 2 um zum Abfang. Sie mögen es nicht, wenn wir so viel miteinander reden. Keine Sorge. Man gewöhnt sich daran. Omega mit den Versuchsobjekten interagieren zu lassen, ist unklug. Das hat sie in der Vergangenheit auch nicht davon abgehalten, Probleme zu machen. Wer trägt die Verantwortung für dieses Schiff? Ich finde es nirgendwo in meinem Dockverzeichnis für heute. Zu welcher Division gehört ihr eigentlich? Diese Uniformen sind nicht nach Vorschrift. Sofort überprüft. Lagebericht. Wir haben keine Zeit für weitere Verspätungen. Halt! Sie haben keine Berechtigung, hier zu sein. Dieser Bereich unterliegt meiner Zuständigkeit. Was geht hier vor? Geht in eure Räume für die Untersuchung. Jawohl. Bestätigt. Wie ich höre, ist ihr Silo-Beast entkommen und obendrein die Sicherheit der ganzen Einrichtung gefährdet. Der Imperator ist überaus besorgt. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Wirklich? Werden wir ja bald sehen. Sie dürfen in Kürze mit meiner Ankunft rechnen. Gouverneur Tarkin, ich habe meine Bestandsaufnahme beendet. Mehrere Flügel der Einrichtung haben erheblichen Schaden genommen. Dr. Hemlock und viele seiner Soldaten sind umgekommen. War denn irgendetwas von seiner Forschung noch zu retten? Nein, Gouverneur. Die Datenbanken wurden zerstört. Hemlocks Versagen hat uns genug gekostet. Ich will, dass Sie die ganze Einrichtung stilllegen und transferieren Sie die zugewiesenen Mittel an das Projekt Kleiner Stern.